Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Reviews. Heute gibt es mal wieder von mir ein Video und zwar habe ich hier EOS Lippenpflegestifte. Einige von euch werden die schon kennen, andere kennen die vielleicht auch nicht, deswegen sage ich einfach noch mal ganz kurz, das sind Lippenpflegestifte, die kommen aus den USA, sind mit sehr natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und sind sehr beliebt, also gerade bei YouTube sieht man die an jeder Ecke. Und ja, ich habe gleich 4 Stück auf einmal in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist einmal Sommerfrucht, süße Minze, Erdbeersorbet und Honeysuckle Honeydew. Also das ist auf jeden Fall Honigmelone und Honeysuckle habe ich nachgeguckt. Das ist irgendwie Heckenkirsche. Anscheinend ist das irgendeine Kombination. Das werde ich wahrscheinlich gleich dann noch rausfinden, wenn ich es aufmache und mal ein bisschen genauer rieche. So, ich schaue noch mal einmal hier. Das steht auch bei allen gleich hier vorne drauf. Das ist alles mit Shea-Butter und mit Jojobaöl. Soll die Lippen ganz toll pflegen. Ich habe auch schon einen EOS Lippenpflegestift. Den habe ich euch auch schon mal hier in einem meiner Videos gezeigt. Und der hatte Blaubeergeschmack. Und ja, ist auch sehr schön pflegend. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie diese hier sind. Ich werde es jetzt auch gleich aufmachen. 7 Gramm sind enthalten. Und das Besondere ist ja, wie man schon sieht, dass die in so einer Kugel sind. 100% natürlich, 95% organisch. Ja, soll auf jeden Fall die Lippen ganz toll pflegen und man soll ein ganz tolles Lächeln davon haben. Ich mache jetzt mal den ersten auf. Das Besondere daran ist ja auch, dass die eben, ja, wie Bioprodukte sind und auch ohne Tierversuche hergestellt werden. Also ganz natürliche, tolle Lippenpflegestifte. So, und das war jetzt dieser Honigmelone und Heckenkirsche nannte sich das ja. Riecht sehr gut nach Melone. Ja, sehr interessant. Hui. Ihr seht, das Ganze ist ja wie eine Kugel und es ist zwar unten, der Boden ist zwar gerade, aber das kann einem schon mal ein bisschen wegrollen. Wenn ich das hier so hinlege. Man muss es schon genauso auf die, auf den Boden stellen. Und hier ist auch so eine kleine Einkerbung. Daran kann man das dann eben ganz gut aufdrehen. Ja, das riecht auch nach Erdbeere. Dann haben wir hier Sweet Mint. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Ist so ein hellblau, hellgrün so. Oh, und der riecht wirklich richtig minzig. So richtig frisch riecht der. Bisschen wie so Süßigkeiten schon. So Minzsüßigkeiten wie After Eight oder so. Und das sind jetzt die Sommerfrüchte. Wahrscheinlich ist sowas wie rote Früchte oder Waldfrüchte gemeint. Und der riecht wirklich ganz süßlich nach Früchten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was genau das ist. Es kommt mir sehr bekannt vor, aber so ganz genau ist mir das gerade nicht klar. Könnte so Blaubeer, Himbeer, so die Richtung sein. So, ich will die jetzt alle auch einmal ausprobieren. Das ist jetzt hier Sommerfrüchte und ich habe noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht. Ein bisschen riecht es nach Pfirsich oder so Nektarine. Doch nicht so nach Kirsch oder Blaubeere. Also ein bisschen undefinierbar, aber riecht lecker. Fühlt sich weich auf den Lippen an und ein bisschen schmeckt man auch das, das Ganze. Also schmeckt auch ein bisschen so, wie es riecht. Aber riecht stärker, als es schmeckt. So, weiter geht's mit diesem hier. Minze oder Sweet Minze. Süße Minze. Und der riecht so stark, schon gerade so aus der Entfernung habe ich gedacht, oh, hier riecht es irgendwie nach Minze. Der riecht ja wie frische Pfefferminzblätter. Oder wie ein ganz starker Pfefferminztee. Von der Konsistenz fühlt er sich wirklich ganz genauso an wie der Sommerfrucht, aber ich muss sagen, es brennt sogar fast direkt ein bisschen auf den Lippen. Es ist richtig, wie wenn man sich auch so, es gibt ja auch so ein Minzöl,
Das, oder wenn man erkältet ist und sich sowas unter die Nase reibt, so fühlt sich das gerade an den Lippen an. Es ist gar nicht so angenehm. Geschmacklich, ja, ganz leicht, minzig, aber meine ganzen Lippen kribbeln jetzt so und pieksen so ein bisschen. Also der ist mir jetzt so ein bisschen spontan, würde ich sagen, so ein bisschen zu stark. Vielleicht legt sich das gleich auch wieder, aber so auf den ersten, beim ersten Versuch ist mir das jetzt gerade echt ein bisschen zu minzig. Jetzt habe ich das Erdbeersorbet und das riecht ja sehr süß und sehr künstlich eigentlich auch, wirklich wie so eine Erdbeersüßigkeit. Und es fühlt sich auch wirklich wieder schön auf den Lippen an. Also das haben die alle gleich. Alle die Gemeinsamkeit, dass sie sich wirklich sehr angenehm anfühlen. Ist ja auch Shea-Butter und Jojobaöl mit drin. Also angenehm ist es auf jeden Fall. Und schmeckt auch, ja, ganz, also hat einen ganz angenehmen Geschmack auch auf den Lippen. Nicht zu stark. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommt dieser hier, da bin ich ja wirklich ganz besonders gespannt. Dieser mit Honigmelone und vielleicht noch einer weiteren Zutat. Und beim Auftragen, man hat direkt so dieses Honigmelone, diesen Geschmack und diesen Geruch auf den Lippen. Erinnert mich wirklich total an Honigmelone. Was anderes schmecke ich da auch eigentlich nicht raus. Aber ich persönlich mag nicht so gern Honigmelone, deswegen ist das nicht ganz meine Sorte. Also für diejenigen, die Honigmelone gerne mögen, ist das genau das Richtige. Wenn ihr euch fragt, wo ich die her habe, ich habe die übrigens bei Amazon.de bestellt und die waren so zu viert. Also die waren zwar jeder einzeln verpackt, aber ich habe die so im Viererpack bestellt. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu meinem Fazit. Wie ich eben schon gesagt habe, Honigmelone ist nicht unbedingt ganz meine Sorte. Ist eine tolle Sorte, also für diejenigen, die Honigmelone gerne mögen. Das riecht total nach Honigmelone, schmeckt nach Honigmelone und ist auch, man merkt, das ist so eine richtig schöne, fruchtige Sorte. Meine Sorte ist es aber auf jeden Fall nicht. Dann Erdbeersorbet, das fand ich total süß irgendwie und das ist auch ja wie eine Süßigkeit, sowas Leckeres. Hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Minze hatte ich mir mehr von erhofft, weil ich mag den Geruch total gerne von Pfefferminz. Aber auf den Lippen, das hat sich so stark irgendwie angefühlt, das hat mir nicht so gut gefallen. Vielleicht ist das was anderes, wenn man mal erkältet ist, dass man sich das dann so unter den oder auf die Lippen macht, dass das so ein bisschen so in die Nase hochsteigt, der Geruch, dass man so ein bisschen, ja, befreit wird bei der Erkältung. Da könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Aber für den Alltag, ich muss jetzt auch sagen, ich habe gerade ja die vier verschiedenen getestet und Pfefferminz ist irgendwie immer noch, es kribbelt immer noch ein bisschen an den Lippen. Ich habe immer noch das Gefühl, als würde es von der Minze so auf meinen Lippen kribbeln und das ist mir wirklich einfach ein bisschen zu viel. Diesen hier finde ich wirklich super schön, also Sommerfrucht, ist eine tolle Sorte, also Pfirsich würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, sonst würde es ja nicht, Sommerfrüchte heißen. Ihr habt schon gemerkt, diese beiden sind so meine Favoriten, die beiden fruchtigen, süßen, obwohl ich glaube, ich diesen sogar noch ein bisschen lieber mag, der erscheint mir weniger künstlich. Also das ist jetzt doch so im Nachhinein, wenn ich mir das genauer überlege, ja, wie so ein Erdbeertörtchen schmeckt das. Deswegen, ja, die beiden hier, obwohl ich den, glaube ich, sogar auf Platz 1 habe und den dann auf Platz 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Sorten schon mal davon getestet habt, ob ihr vielleicht einen davon schon mal getestet habt oder vielleicht noch eine ganz andere Sorte. Es gibt ja sehr viele von EOS. Schreibt mal in die Kommentare, welche eure Lieblingssorte ist bei EOS. Und wenn es eine von diesen hier ist oder wenn ihr die alle schon mal getestet habt, dann schreibt doch auch mal, was ihr davon haltet, ob ihr Melone gerne mögt, ob ihr Minze gerne mögt, ob bei euch bei Minze auch die Lippen so angefangen haben zu kribbeln. Dann schreibt das doch einfach mal alles in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!